Ich bin's nochmal, Janet. Hallo, Brand. Wie läuft es bei Ihnen? Sind Sie inzwischen weitergekommen? Haben Sie mich schon vermisst? Ohne Sie war es wohltuend ruhig, Halligan. Laurie hatte zwar ziemlichen Ärger mit dem Chief, aber sonst himmlische Stille. Laurie hat Ärger mit dem Chief? Was war los? Ich weiß nicht genau. Ziemlich merkwürdig. Der Chief wollte Laurie den ganzen Tag nicht sehen. Aber Laurie ist trotzdem in sein Büro gekommen, weil er meinte, der Chief hätte ihn angerufen. Was weiß ich, was da los war. Also, Brand, was brauchen Sie? Ich suche Informationen über eine Gruppe namens Der Zirkel. Der Zirkel? Sekunde, das haben wir gleich. Ja, da haben wir etwas in der Datenbank. Lassen Sie mal sehen. Ein Neo-Druiden-Orden, Hauptsitz London. Der Chef der Gruppierung ist ein gewisser Lord Sinclair. Sind irgendwelche Straftaten der Gruppe bekannt? Sekunde, Brand. Gegen diesen Lord Sinclair lief mal eine Beschwerde wegen nächtlicher Ruhestörung. Das ist alles? Nein. Warten Sie mal. Auf dem Grundstück des Lords ist vor einigen Monaten ein Gärtner ermordet worden. Der Täter wurde nicht ermittelt. Nach dem Mord wurden Lord Sinclair und sein Orden eine Zeit lang beobachtet, aber es haben sich keine Auffälligkeiten ergeben. So, so. Das ist ja interessant. Sonst noch was? Naja, eine Ordnungsstrafe hat dieser Sinclair mal bekommen. Wegen Jagens ohne Jagdschein. Sonst nichts. Können Sie mir davon bitte einen Ausdruck machen? Natürlich. Aber sagen Sie mal, was haben denn bitte Neo-Druiden mit Ihrem Fall zu tun? Ist das wieder eine Ihrer typischen fixen Ideen? Ich glaube kaum. Jedenfalls werde ich mir diese Herrschaften mal etwas näher ansehen. Na, dann viel Spaß. Gut. Tausend Dank, Janet. Ich muss los. Okay, Brand. Bis später. Das ist der Ausdruck von der Datenbankauskunft über den Zirkel. Lord Sinclairs Adresse steht auch drauf. 234 Winchester Street. Das ist Lauries Papierschere. Sicher sucht er schon danach. Das ist der Ausdruck von der Datenbankauskunft über den Zirkel. Lord Sinclairs Adresse steht auch drauf. 234 Winchester Street. So, das müsste Mrs. Turner reichen, um mich zu finden, falls mir etwas zustößt. Ein Haufen geschnittenes Gras. Die Villa ist wirklich riesig. So ein Palast für einen einzigen Menschen. Die Villa ist wirklich riesig. So ein Palast für einen einzigen... Das ist die Schubkarre des Gärtners.
Guten Tag, Mister. Schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, das Wetter ist prächtig. Genau richtig für einen Spaziergang. Ja, genau, den mache ich. Ich hatte einfach keine Lust mehr, an einem so schönen Herbsttag im Büro zu sitzen. Ja, das kann ich gut verstehen. Was für einen Job machen Sie denn? Ich? Oh, ich bin beim Grünflächenamt. Verwaltung öffentlicher Flächen, Sie wissen schon. Ach so? Ist mit Lord Sinclairs Außenanlagen etwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles bestens. Ich bin ganz privat hier. Nur ein bisschen frische Luft schnappen. Sie arbeiten für Lord Sinclair? Ja. Ich bin sein Gärtner. Er hat ein verdammt großes Anwesen, wissen Sie? Riesig. Da braucht er jemanden, der sich regelmäßig um alles kümmert. Seit wann arbeiten Sie hier schon? Oh, erst seit ein paar Monaten. Die Stelle wurde durch einen tragischen Unglücksfall frei. Was für ein Unglücksfall? Der letzte Gärtner von Lord Sinclair ist ermordet worden. Was genau ist passiert? Das weiß niemand. Er wurde auf dem Anwesen gefunden, direkt vor dem Fenster des Arbeitszimmers von Lord Sinclair. Der Lord selbst hat ihn entdeckt. Und wie ist er umgekommen? Ach, das war eine schreckliche Geschichte. Er ist regelrecht aufgeschlitzt worden. Irgendein Verrückter muss sich auf das Anwesen geschlichen haben. Hat der Lord Feinde? Nun, wer reich ist, der wird immer von irgendjemandem beneidet, oder? Der Lord lebt sehr zurückgezogen und vermeidet jeden Ärger. Aber es gibt nun mal Menschen, die ihn nicht besonders leiden können, schätze ich. Man erzählt hier in der Gegend die schlimmsten Schauermärchen über ihn. Und irgendjemand hat ihm sogar schon mal die Polizei ins Haus geschickt. Ach, und weswegen? Wegen der Schreie. Schreie? Was für Schreie? Der Lord und seine Freunde gehen manchmal in den Wald und machen so merkwürdige Schreiübungen. Wie bitte? Ja, das ist so eine verrückte Marotte von ihnen. Na, Sie wissen ja, wie Adlige so sind. Sie sagten eben, jemand hat die Polizei vorbeigeschickt? Ja. Aber natürlich haben sie nichts gefunden. Man hat den Lord überprüft und ihm eine Ordnungsstrafe aufgebrummt, glaube ich. Aber nicht wegen der Schreie, sondern wegen der Tiertrophäen in seinem Salon. Er hat wohl keinen Jagdschein, was? Ja, ich glaube, so war es. Woher wissen Sie das? Ach, das habe ich mir so zusammengereimt. Wie groß ist denn das Grundstück des Hauses? Bestimmt 10.000 Quadratmeter, würde ich sagen. Hinter dem Haus gibt es noch einen großen Wald, den Lord Sinclair extra hat anlegen lassen. Erst kürzlich? Nein, nein. Das ist schon lange her. Die Bäume im Wald sehen eigentlich so aus, als ob sie schon 100 Jahre alt wären. Aber das kann natürlich nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Lord Sinclair hat mir selbst erzählt, dass er sie hat pflanzen lassen. Sie müssen wohl sehr schnell gewachsen sein. Wie alt ist denn Lord Sinclair? Ich weiß nicht genau, aber ich würde ihn vom Äußeren her auf 60 Jahre schätzen. Hätten Sie Lust, mir das Grundstück einmal zu zeigen? Oh, das würde ich wirklich gerne machen. Aber Lord Sinclair hat allen Angestellten strengstens untersagt, Fremde auf das Anwesen zu bringen. Ich verstehe. Erzählen Sie mir doch noch ein wenig über das Grundstück. Lord Sinclair hat einen sehr exquisiten Geschmack. Der gesamte Park rund um das Haus wurde nach seinen Vorstellungen angelegt. Für die Tannenschonung hinter dem Haus hat er sogar eigens junge Bäume aus China einfliegen lassen. Warum das denn? Die chinesischen Tannen gefallen ihm eben besser. Und Geld spielt bei ihm keine Rolle. Wenn ihm etwas gefällt, dann kauft er es. Sind Sie der einzige Gärtner? Ja. Aber ich muss mich ja zum Glück nicht um den ganzen Garten kümmern, sondern nur um die Hecken und um den Park vor dem Haus. Den Wald hinter dem Haus pflegt Lord Sinclair selbst. Aus welchem Grund? Ich weiß es nicht. Der Wald ist sein liebster Ort im Garten. Er zieht sich oft stundenlang dorthin zurück. Und niemand hat dort Zutritt. Außer ihm selbst und ausgewählte Freunde. Dann ist der Lord ja wohl richtig naturverbunden, wie? Oh, er liebt die Natur über alles. Genau wie seine Freunde aus dem Club. Sie machen auch öfter Ausflüge ins Umland, in den Epping Forest,
oder nach Stonehenge zum Megalithenkreis. Ich muss wieder los. Die Pflicht ruft. Wünsche noch frohes Schaffen. Danke. Schönen Tag noch. Ja, bitte. Spreche ich mit Mr. Sinclair? Nein, Sir, bedauere. Hier spricht der Butler von Lord Sinclair. Ich möchte Lord Sinclair sprechen. In welcher Angelegenheit, bitte? Das geht Sie nichts an. Wie Sie meinen, Sir. Lord Sinclair ist nicht da. Guten Tag. Das ist die Schubkarre des Gärtners. Schon ziemlich trocken, dieses Gras.